ihr mal heute keinen Bock auf mein Gelaber habt und nur den Juggling Freestyle sehen wollt, dann spult einfach auf Minute 5:15 vor. Aber bitte Leute, schaut das Video bis zum Ende an, weil es war wirklich heftig, heftig viel Arbeit. Und es ist wirklich ungelogen mein bestes Video aller Zeiten. Und es sieht einfach nur heftig aus. Da sind so geile Tricks dabei. Ich war irgendwie selber erstaunt. Hey Leute, was geht und willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ja, meine Haare sind richtig broke, weil ich gerade vom Fitness gekommen bin. Aber darum soll es heute nicht gehen. Sondern heute geht's um dieses Paket, was ich gleich für euch auspacken werde. Ich bin auf jeden Fall richtig motiviert, weil ich habe einfach richtig lang drauf gewartet. Und dazu muss ich euch jetzt noch eine Story erzählen. Weil eigentlich sollte das Paket schon gestern kommen. Und ich habe wirklich richtig lang in meinem Zimmer gecampt und einfach nur die ganze Zeit rausgeguckt und gewartet, bis der Postbote kommt. Und er kam einfach nicht. Und irgendwann bin ich dann runtergegangen, habe in den Briefkasten geguckt und da war einfach eine Karte drin. Ja, Sie können das Paket dann morgen um 10 bis 12 Uhr abholen. Ja, weil ich um 10 bis 12 Uhr auch zu Hause bin oder was, da bin ich in der Schule. Aber zum Glück ist meine Mom noch hingefahren und hat es für mich geholt. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall und werde es mit euch auf jeden Fall auspacken. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, also jetzt nicht wundern, warum das Paket schon offen ist. Weil mein Bruder hat auch was mitbestellt und das wollte der jetzt einfach nicht, ja. So, dann fangen wir mal an. Also, am Anfang habe ich eine Micro-SD-Karte bestellt für das, was ich noch mitbestellt habe, weil man das auf jeden Fall dafür braucht. Und jetzt denken sich die meisten wahrscheinlich schon, was es sein könnte. Und es ist die Canon Legria Mini X. Und jetzt kann ich auf jeden Fall richtig gute Videos für euch aufnehmen und auch mit besserer Qualität und so. Und das Mikro soll ja auch richtig nice sein. Und ich werde es jetzt einfach mal auspacken. Ich freue mich schon, ich freue mich wie so ein kleines Kind, ich schwör's euch. Ist richtig heftig. Und hier. Jungs, richtig, richtig heftig. Oh no, oh no. Also Jungs, gönnt's euch einfach. Ich werde jetzt auch nachher noch ein paar Testaufnahmen damit machen, und damit ich euch zeigen kann, wie geil die Kamera ist. Okay, die meisten von euch werden wahrscheinlich eh schon die Kamera kennen, weil sie wirklich jeder zweite YouTuber benutzt. Ja, und dann kann ich auf jeden Fall auch vielleicht mal Vlogs für euch aufnehmen, wenn ihr Bock drauf habt. Und auf jeden Fall meine Diablo-Videos in besserer Qualität aufnehmen. Und auch natürlich jetzt hier kommentieren in besserer Mikroqualität, weil, habe ich ja vorher schon gesagt, die Mikros sind richtig nice. Alter, nice. Ja, ich werde sie auf jeden Fall für euch jetzt mal in Betrieb nehmen und die ersten Aufnahmen damit machen. Also, und dann sehen wir uns gleich. Ja, also ich habe gerade festgestellt, dass man die Kamera erst leider erst aufladen muss. Und ja, deswegen werde ich mal schauen, ob ich noch heute aufnehmen kann, weil es wird bald dunkel, es ist schon spät. Und wenn nicht, dann nehme ich auf jeden Fall morgen was auf. Ja, also und jetzt werdet ihr gleich einen Vergleich sehen zwischen der Ton- und Bildqualität von meiner jetzigen Kamera. Also ich nehme jetzt gerade mit meinem Handy auf. Auch die letzten Videos und so sind mit meinem Handy aufgenommen und es war halt immer voll kacke, weil ich dann nicht gleichzeitig beim Film aufs Handy konnte und so. Ja, und auf jeden Fall wechsle ich jetzt gleich die Kamera. Und ja, also ich persönlich finde den Unterschied richtig krass. Also auch die Audioqualität ist jetzt viel besser geworden, finde ich. Und gönnt euch einfach mal den Weitwinkel, es ist richtig heftig. Also Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Richtig, richtig nice. Und ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen rausgehen und ein paar schöne Aufnahmen für euch machen. Vielleicht werde ich auch ein bisschen Diablo spielen. Dann sehen wir uns gleich.
Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Haut rein und tschüss.